Markus Schlemmer, 51 Jahre, Kriminaloberrat aus Aschaffenburg. Ich bin vor 34 Jahren eingestellt worden und habe bis jetzt keinen Tag bereut. Ich habe alle Sparten bei der Polizei durchmachen dürfen, ob es jetzt Spezialeinheiten war, ob es Kriminalpolizei war, Verkehrspolizei, Pressesprecher, einfach viele Varianten. Und der Aufstieg in den höheren Dienst und schließlich als Leiter der Kriminalpolizei jetzt hier dazustehen, ist für mich der Highlight. Der Polizeiberuf ist sehr vielseitig. Wir haben einen großen Rückhalt in der Gesellschaft und es macht einfach Spaß, mit dran zu arbeiten an der Sicherheit der Bürger. Ich bin Leiter der Fachkommission Kriminalpolizei bei der DPOLG, gleichzeitig auch Mitglied in der Bundeskommission für die Kriminalpolizei und natürlich aktiv im Kreisverband Aschaffenburg und im Bezirksverband Unterfranken tätig. Ich werde oft gefragt, warum ich mich als Dienststellenleiter bei der Gewerkschaft organisiere. Unser Personal leistet großartige Arbeit und da ist es für mich selbstverständlich, auch hier auf dieser Ebene für das Personal einzustehen. Besonders freut mich, dass wir eine sehr gute Versorgung unserer Kollegen haben. Da ist es nicht nur das Finanzielle, die Vergütung, finanzielle Vergütung von Dienst zu ungünstigen Zeiten oder Erschwerniszulagen, nein, auch die Ausrüstung, die Ausstattung, Uniform und natürlich auch die neue Technik, die wir haben. Da stehen wir gut da, wir sind noch nicht am Ende, da kann man noch weitermachen, aber darauf bin ich stolz.